haben heute ein neues Hacks-Video für euch. Heute handelt es sich um Fashion- und Kleiderschrank-Hacks. Und wir haben gleich ganze 8 Tipps für euch, wie ihr einen Kleiderschrank gut organisieren könnt, wie ihr gewissen nervigen Dingen aus dem Weg gehen könnt und so weiter und so fort. Hoffentlich sind einige der Hacks dabei, die euch im Alltag nützlich sein können und die ihr dann auch nachmachen und verwenden könnt. Und ich fange auch gleich mit dem ersten Hack an. Das ist eigentlich einer meiner allerliebsten Hacks, weil wem geht's nicht so? Man hat einfach viel zu viele Klamotten im Schrank und man findet trotzdem nie was. Selbst wenn ich den ganzen H&M oder so bei mir zu Hause hätte, dann wird es immer noch Tage geben, wo ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Und dann gibt es auch noch immer diese Teile, die man irgendwie Jahr für Jahr mit sich nimmt und denkt, hey, ja, das werde ich dann und dann bestimmt nochmal anziehen. Aber in Wirklichkeit hat man es in den letzten 5 Jahren oder so auch nicht angezogen. Und dafür ist dieser Hack sehr, sehr gut. Nämlich kann man sich da selbst beobachten, was man denn jetzt anzieht und was nicht. Ihr müsst einfach nur eure Kleiderbügel verkehrt reinhängen. Entweder dreht ihr einfach mal alle Kleiderbügel um, die ihr habt. Und jedes Mal, wenn ihr es anhabt, nehmt es raus und hängt es richtig rein. Oder eben umgekehrt. Also nachdem ihr es an und hattet und gewaschen habt. Ja, dann wieder umdrehen. Kompliziert? Ich glaube, man konnte es verstehen. Und dann setzt euch einfach eine Zeit, also zum Beispiel ein Jahr. Und nach dem Jahr könnt ihr dann gucken, hey, wie viele Sachen hatte ich eigentlich wirklich an? Und dann sollte man auch so konsequent sein und sagen, alles andere kommt weg. Das ist hart, ne? Und der Hack hilft einem auch total, irgendwie sich abwechslungsreicher anzuziehen und nicht immer das Gleiche anzuziehen. Wenn ich dann sehe, oh, der hängt schon verkehrt, aber der daneben nicht, dann ziehe ich immer doch den an, weil den hatte ich jetzt nicht an. Finde ich gut. Dann kann man ihn auch behalten. Ich finde es immer eine riesengroße Befreiung, auch was auszusortieren, weil irgendwie ist das auch eine Last. Man hat es im Schrank, aber irgendwie hat man eh nie Bock, das anzuziehen und es passt einem nicht mehr oder so. Und deswegen, natürlich ist es super schade, die Sachen dann einfach wegzuwerfen. Unser Hack ist einfach, auszusortieren und damit Geld zu verdienen, Leute. Weil wir werden auch voll oft nach Tipps gefragt, wie man Geld verdienen kann. Vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so einen richtigen Job neben der Schule oder so annehmen will, ist das einfach eine richtig, richtig coole Art und Weise, wie man, ja, ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann darf man auch neue Klamotten kaufen. Wir verkaufen unsere Dinge bei Spock. Das ist eine App fürs Handy. Damit geht es einfach super einfach und schnell, weil man das Handy ja sowieso immer dabei hat. Damit könnt ihr die Dinge, die ihr nicht mehr mögt, super einfach und schnell loswerden. Das Coole daran ist auch, dass man die Dinge an Leute in seiner Nähe verkauft. Es wird nach Standort sortiert und du siehst auch beim Shoppen, natürlich kann man da auch gut shoppen, nicht nur verkaufen, sieht man, was es in seiner Nähe so Cooles gibt. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch und man muss keine verdammt hohen Versandkosten zahlen. Wir haben zurzeit auch ein paar Teile online gestellt. Wir haben einfach mal durchgeguckt, was brauchen wir nicht mehr und haben auf jeden Fall ein paar Dinge gefunden. Und dann als nächstes haben wir es einfach fotografiert. Das war sehr lustig, weil ich habe einfach einen Nagel auf meiner Wand gefunden und da konnte ich dann perfekt den Kleiderbügel aufhängen. Wir wissen auch nicht, wofür der Nagel eigentlich war. Das ist so ein mysteriöser Nagel. Man wählt einfach das Bild aus, klickt auf OK. Innerhalb von einer halben Minute ist das fertig. Und übrigens kann man derzeit bei Spock auch sehr, sehr coole Preise gewinnen. Von einem 1000-Euro-Gutschein bis zu einem iPhone. Dazu müsst ihr einfach eure Freunde einladen. Und wenn die sich dann auch bei Spock registrieren, habt ihr die Chance, etwas zu gewinnen. Downloadet die App super gerne mal. Wir verlinken sie euch in der Infobox. Der dritte Hack ist auch sehr, sehr cool. Kann man Dinge umfunktionieren, zweckentfremden. Man kann ganz viele Kleidungsstücke als ein anderes Kleidungsstück verwenden, als es eigentlich dafür gedacht ist. Ich habe das zum Beispiel mit einem Hemd gemacht, weil ich bin allgemein nicht so der Hemdentyp. Ich finde, mir steht das nicht so. Ich habe mir einfach einen Top draus gebastelt. Dafür habe ich einfach die Arme des Hemdes nicht angezogen, sondern es einfach bis unter meiner Brust zugeknöpft. Dann hält es auch. Und dann habe ich die Ärmel genommen und mir eine Masche um die Taille gebunden. Und ich finde, das sah richtig, richtig cool aus. Allgemein kann man sehr, sehr viel aus Hemden machen. Sagt uns mal in den Kommentaren, ob wir nicht mal ein Video machen sollen, wo wir euch zeigen können, was man alles aus Hemden machen kann. Weil da gibt es so viele Tipps und Tricks, was man da machen kann. Das ist echt cool. Macht doch einfach irgendein Kleidungsstück-Emoji in die Kommentare, dann wissen wir. Und dann können wir so ein Video für euch machen. Oder eins, wie man Schals umbinden kann. Das wollte ich schon lange machen, so ein Video. Ja, und ich habe auch total Lust auf so andere Fashion DIYs. Sagt auch, was ihr davon alles am liebsten haben möchtet. Ich bin ja ein Typ, der irgendwie nie weiß, was er anziehen soll. Vor allem, wenn es einfach jetzt sein muss, dann fällt mir vor allem gar nichts ein. Ein richtig cooler Hack, sich die Dinge abzufotografieren. Wenn man mal Zeit hat oder einem langweilig ist, kann man sich mal in seinen Kleiderschrank begeben. In den Kleiderschrank davor begeben. Und sich richtig coole Kombinationen ausdenken. Oder man hat zum Beispiel heute ein richtig cooles Outfit an und will das nicht vergessen, will das gerne wieder mal so anziehen. Dann sollte man das einfach mit dem Handy schnell fotografieren. Einfach diese coolen Flatlay-Bilder, wo man das Outfit einfach
einfach so hinlegt auf den Boden oder aufs Bett mit allen Komponenten, die dazugehören. Pulli, Hose, Schuhe, Schmuck. Einfach alles hübsch zusammen auflegen und dann fotografieren. Und wenn ihr mal nicht wisst, was ihr anziehen sollt, guckt ihr einfach in eurem Handy nach. Am besten einen Ordner dafür anlegen. Muss man einfach gar nicht nachdenken morgens. Guckt einfach nur todmüde in sein Handy und sagt, das ziehe ich heute an. Und dann muss man sich auch kein Outfit am Vorabend rauslegen. Das ist ja auch so ein Hack. Das mache ich nicht. Legt irgendwer von euch schon abends sein Outfit raus für den nächsten Tag? Kennt ihr das Problem, wenn man Schuhe hat, die irgendwie zu eng sind, gibt es einen richtig coolen Hack dafür. Kuschelsocken anziehen, damit die Schuhe anziehen. Dann hat man ja quasi einen viel, viel dickeren Fuß. Und dann die Schuhe mit einem Föhn heiß anföhnen. So ein paar Minuten sollte man das machen. Dann dehnt sich das Material und dann aber auf jeden Fall die Schuhe noch anlassen und durch die Wohnung gehen und warten, bis das wieder abkühlt, weil dann passt sich das Material dem größeren Fuß mit dem Kuschelsocken an und dann hat man größere Schuhe. Cool, ne? Klingt cool. Hack Nummer 6 ist für Leute, die ihre Kleidung teilweise oder komplett in Schubladen aufbewahren. Denn eigentlich sieht man dann immer nur das oberste T-Shirt oder die oberste Hose und man weiß irgendwie nicht, was drunter ist. Zieht man das zwischen raus und alles oben wird zerstört und am Schluss hat man einfach nur mal einen Berg, bekommt die Lade nicht zu und so bleibt es dann für immer. Deswegen ist der Hack, die Kleidung einfach zu rollen, also einfach zusammenlegen und dann einrollen und dann die Rollen so in der Lade schön einzusortieren. Dann sieht man alles, was man hat. Man kann es dann auch noch nach Farben sortieren und man hat eigentlich auch noch viel, viel mehr Platz. Das knittert nicht so. Stimmt. Eigentlich so eingerollt ist ja fresh. Ich mache Raps aus meiner Kleidung. Aber man darf da halt nicht zu faul sein. Man muss auch immer wieder neu einrollen und wenn man es reingeht, muss dem System treu bleiben. Das ist bestimmt jedem schon mal passiert, dass man ein Loch in die Strumpfhose bekommt. Und da haben wir einen Hack für euch, dass das fast gar nicht mehr passieren kann. Und zwar einfach, wenn man die Strumpfhose gerade angezogen hat, mit Haarspray ansprühen. Einfach mit dem Haarspray über die ganzen Beine drüber sprühen. So wird die Strumpfhose ein bisschen... Stabiler. Ja, oder kräftiger. Oh, ich weiß das richtige Wort nicht. Aber wenn es dann doch mal passiert, dass man eine Laufmasche bekommt, dann gilt es nur mehr, den Schaden in Grenzen zu halten. Und das macht man am besten mit durchsichtigem Nagellack. Den streicht man einfach über das Loch drüber, vor allem am Anfang und am Ende der Laufmasche. Weil so wird die Laufmasche dann nicht größer und läuft weiter. So stoppt man die Laufmasche. Man baut einen Zaun. Im nächsten Hack geht es um klemmende Reißverschlüsse. Ich glaube, das hatte jeder schon mal. Besonders ärgerlich ist es bei der Lieblingsjacke oder bei dem Lieblingshoodie. Oder auch bei Taschen und vor allem bei der Schultasche, finde ich, passiert das voll oft. Und dagegen hilft Vaseline. Man nimmt einfach so ein bisschen Vaseline auf ein Wattestäbchen und kann dann die klemmende Reißverschlussstelle einfach schmieren. Also das ist wie Schmieröl. Und dann geht der Reißverschluss wieder super geschmeidig und ist wie neu. Cool, oder? Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da und vergesst den Kleide-Emoji nicht, wenn euch solche Videos interessieren. Wir hoffen super, wir konnten euch mit unseren Hacks weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!